Mistwetter hier am Bernsteinsee und es soll mal wieder richtig gut laufen. Auf exotisch, auf Tutti Frutti und ich renne direkt zum Spot, zum klassischen Spot am Berni. Also, legen wir los und ich guck mal direkt, was da geht. Scheusal, der Spieler, hat hier richtig schön rausgezogen. Und zwar schön auf 83, 145, einer der absoluten Klassiker hier am Gewässer. Ich renne mal eben hin und das Ganze soll gerade laufen mit Tutti Frutti. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da geht. Das Ganze hier schön auf sinkenden Boilies. Das heißt, ich renne mal eben hin, schmeiß aus. Das Ganze natürlich wie immer auf 35 Meter. Und dann gucken wir mal, was denn da so geht. So, eine Ecke noch weiter. Hier sind wir auch schon. Und dann geht das los hier. Futtermische muss natürlich auch noch rein. 183, 145. Da sind wir raus damit. 1, 2, 3, 4, 5 auf 35 Meter. Und dann... So, gib ihm. Ich bin gespannt, wie weit wir... aufladen müssen jetzt hier. Ja, da war sogar schon. Da sind wir jetzt bei 34, soweit wieder zurückgeschnickt ist. Also, zack. Oh, ich weiß was, ich werfe direkt nochmal neu aus. Denn, so, denn wir haben ja noch ein bisschen Futtermische, die rein kann. Da schadet das nicht. Gerade 5 Uhr morgens. So, bis 20 vor. Auch noch nicht mal so ganz. So ganz weit muss ich gar nicht. Neue Routen sind angebracht oder neue Routen sind da. Ich nutze gerade neue Routen und das zum ersten Mal. Das heißt, auch noch ein bisschen ungewohnt. Die fliegen einfach oder die schleudern einfach nochmal ein ganzes Stückchen anders raus. Jawohl, hier auch richtig schön. Und hier auch nochmal andere Rollen drauf. Und zwar Overlords nochmal geholt fürs Karpfenangeln. Oder für alles das, wofür ich die Wengers eigentlich nicht misshandeln will. Eine Wenger ist noch drauf. So, zack. Und jetzt haben wir hier ausreichend Futtermische drin. Eine Wenger ist noch drauf. Der Rest ist schon auf Overlord. Denn die eine Overlord ist gerade in der Werkstatt. Einfach mal eben für knapp, was waren das, 200 Silber oder so. Mal eben kurz die Bremse reparieren. Und dann geht das hier fürs normale Karpfenangeln jetzt hier auf den Legacy TI. Ganz entspannt mit den Overlords weiter und die Wengers, die werden ein wenig geschont, die werden dann oder kommen dann bei den großen Brocken zum Einsatz, wenn sie denn mal benutzt werden müssen und ansonsten relativ fein und leicht, wie gesagt, eben jetzt hier mit der Legacy TI. Riesenvorteil für mich jetzt gerade im Moment, gerade auch wegen der Skillung, plus 7 auf Grundfischen, das heißt, ich habe jetzt 107% im Grundangeln, was super wichtig ist, was super gut ist. Das ist die einzige Möglichkeit im Endgame noch mal ein paar Prozente mehr zu machen, also über die Routen. Und hier jetzt noch mal ein Punkt, wie gesagt, der für mich ganz wichtig ist, auch noch mal plus 3 in der Handhabung oder Handfertigkeit der Karpfenroute. Und da habe ich ja keine Punkte drin im Grundangeln, weil ich mir hier diese 7 Punkte spare. Ich verlinke nochmal die Gedanken zum Skillen, zum Skillpunkte verteilen. Das war zuletzt mit dem Erscheinen des Meeresangelns. Da habe ich nochmal neu geskillt, habe grundsätzlich einiges nochmal neu überdacht, was wirklich wichtig ist, was ist essentiell. Also da gerne nochmal reingucken in das Video, wenn du dir auch ein paar Gedanken machst. Was brauche ich wirklich im Game? Was lohnt es sich wirklich zu skillen? Und auf was kann man verzichten? Ja, was bedeutet eigentlich nur, ja, jetzt zum Beispiel das hier mit dem Drillen, hat man einfach nochmal ein paar Minuten länger eine Drillzeit oder braucht man das wirklich, diese Fischkontrolle über die Routen? Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier losgeht. Es heißt momentan von allen Ecken und Kanten Trophy, Trophy, Trophy. Und wir gucken mal, was hier geht. Also, sollte auf der Map, glaube ich, bekannt sein. Einer der ultimativen Stellen. Hier auf 35 Meter. Setup und Co. gucken wir uns gleich an. Ich warte erstmal, ob hier auch was bimmelt. Tja, gesagt, getan. Und das erste Bimmeln geht los. Also, hat gar nicht lange gedauert. Ging quasi direkt los, das Bimmeln. Erstes Gebimmel, erstes Setup. Und da zieht schon was ab. Jawohl. Gucken wir doch mal, wie das jetzt hier geht. Ich bin jetzt komplett hier gerade mit Monoschnur unterwegs.
was ich sehr angenehm finde, denn die Kopfschläge und so, die gehen halt hier einfach schön entspannt dann in die Schnur. Gucken wir mal, wie sich das jetzt hier entwickelt, den heutigen Tag. Ich war ja schon lange nicht mehr auf Karpfen. Zack, 3, ja, das passt doch. Und ja, direkt wieder raus. Nicht so weit aufladen. Perfekt, kurz in den Clip rein. Und wir haben ausreichend Futter hier. Ich fütter jetzt noch mal an. Ich sag mal maximal vielleicht noch einmal auswerfen mit Futtermische. Dann sollte erstmal ausreichend Futter am Spot sein. Und dann mache ich jetzt erstmal eine Pause bis ungefähr 16, 17 Uhr herum. Dann werfe ich vielleicht noch einmal mit PVA rein oder vielleicht zweimal mit PVA. Und dann ist wieder angefüttert sozusagen für die Abendschicht. Und dann geht es erst in den Morgenstunden, so gegen 4 Uhr morgens, dass ich dann nochmal nachfütter. Also nicht die ganze Zeit überfüttern und nicht die ganze Zeit zu viel Futter rein, sondern kontinuierlich immer mal so ein bisschen was nachlegen. Ja, die ersten Brocken sind reingegangen, gar nicht so schlecht. Und hier der erste Einsatz der brandneuen Overlord. Die kann jetzt mal ein bisschen was zeigen, was sie kann. Also gucken wir mal, was da geht. Gewichtsmäßig ist das doch schon gar nicht so schlecht. Also gewichtsmäßig und bremskraftmäßig ist das für die Overlord doch gar nicht so schlecht. Die meisten Karpfen, wenn die so bei 20, 25 Kilo liegen, passt das doch. Das gesamte Setup ist jetzt hier ausgelegt auf 36 Kilo. Also mit Vorfach, mit Schnur und allem drum und dran. Hauptschnur wie gesagt auch. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal alles schön an. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das macht. Also schön mit 3 Overlords dann entspannt hier auf Karpfen zu angeln. Es ist nicht komplett overpowered natürlich. Also es ist so, ich würde sagen, genau auf dem Level, wo man eben auch ganz gut dann Karpfen drillen kann. Schon gut ausreichend und nicht eben übertrieben. Und das Schöne ist einfach die Schnurfassung. Das heißt, wenn wir hier eine richtig schön dicke, fette Monoschnur verwenden, haben wir einfach nochmal mehr Schnurkapazität drauf, ja, als zum Beispiel auf der Venga. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass die Overlord eben auch vom Einsatzbereich super variabel ist. Also wir können die genauso auch für Spinning natürlich verwenden. Ich habe die jetzt ganz lange Zeit am Nordmeer verwendet. Deswegen ist eben auch die eine bei mir so ein bisschen Schrott. Und jetzt in der Reparatur, zumindest in der Reparatur, was die Bremse nochmal betrifft, denn ich werde die ja jetzt über Bremse weiterverwenden und nicht weiterverwenden über Getriebe, also mit Bremse zu am Nordmeer dann und rausprügeln. So, jetzt gucken wir mal natürlich auch, dass wir hier die Karpfenruten nicht so komplett verschleißen. Nächster Brocken mit 10 Kilo, das heißt, wir wollen ja hier nicht jetzt jeden Fisch durch die Luft fliegen lassen, auch wenn er es könnte. Aber das geht natürlich alles auf dem Blank und das wollen wir natürlich möglichst erstmal ein bisschen vermeiden. So, knapp nur halb aufgeladen. Perfekt. Läuft. So und so. Eine Rute ist noch draußen. Da war bisher am wenigsten. Und wir gucken mal eben kurz rein, wie sich das momentan entwickelt hat. Also, wie die Verteilung ist gerade. Die meisten Bisse waren tatsächlich jetzt hier links drauf. Und hier ist die Köder-Kombination Tutti Frutti Soluble, Tutti Frutti eben hier von Craft Baits. Also Soluble habe ich überall mit drin, finde ich, gerade wenn man mit Grundboilies unterwegs ist, eine super Möglichkeit, eben nochmal zusätzlich eine Lockwirkung zu entfalten. Also auflösende Boilies, super, super nice, die nehmen wir natürlich gerne mit. Sinkend sind die alle, also nichts hier mit Pop-Up, sondern alles sinkende Boilies. Und hier, wie gesagt, Craft Baits und dann auflösend. 2-0er Haken, da war ich auch ein bisschen überrascht, aber ich habe mir gedacht, komm, wir machen dann einfach mal so, wie es im Discord steht. Übrigens Link zum Discord direkt unter dem Video. Und ja, dann habe ich das einfach so 1:1 übernommen und es fängt auch schon gut an. 2-0er Haken und hier nochmal ganz klassisch Tutti Frutti. Das sind die ganz normalen, die man halt immer so kennt. Und dazu eben nochmal die Soluble. Übrigens hier überall auch Matt Myers Tutti Frutti Dip. Der ist überall mit drin. Und die dritte Variante, da ist zurzeit tatsächlich am wenigsten drauf gewesen. Auf Helen Van Zandt Tutti Frutti und eben auch wieder
auflösen, auch wenn es der kleinste Boilie eigentlich ist, wo ich mit am ehesten gedacht habe, okay, da geht vielleicht ein bisschen mehr Frequenz, da ist tatsächlich zurzeit am wenigsten Reaktion und am meisten, wie gesagt, zurzeit auf dieser Kombination. Das heißt, ich teste gleich auch nochmal wahrscheinlich auf der dritten Kombination hier nochmal was anderes. Denn wenn da so wenig geliefert wird, muss man ja was ändern. Irgendwo dran wird es ja liegen, dass die Fische vielleicht diese Boilie-Kombination nicht mögen. Jetzt gucke ich gerade nochmal eben kurz rein. War da noch irgendwas anderes? Na guck mal, wenn man drüber meckert, dann wird auch direkt reagiert. Sehr schön. Man muss immer erst Mimimi machen, dann lügt das auch. Craftbaits und die beiden normalen Kombis. Ja, habe ich alles. Die dritte Variante sehe ich jetzt im Discord nicht. Also diese hier sehe ich bisher nicht im Discord. Aber auch das scheint hier zu gehen. Na. So, ziehen wir nochmal ein bisschen hoch hier. Die Bremse können wir noch ein bisschen weiter ausnutzen. Schön rein in den Blank. Wir haben ja jetzt hier die Power. Die Routen, die sind natürlich jetzt auch geeignet fürs Störangeln, für schwere Störangeln. Und da überlege ich tatsächlich, also fürs ganz große und ganz schwere Störangeln, ob ich da nicht vielleicht sogar noch mir jeweils zwei weitere 30.000er Rollen hole. Nochmal die Turion maybe. Das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit. Und dann eben damit, ja, mit drei dicken, fetten Routen komplett übertrieben eben dann auch auf Stör zu gehen. Ja, wenn schwer angeln, dann halt mit sowas, ne? Dafür sind die, glaube ich, da. Komm mal ran hier, 7 Kilo. Ja, jetzt natürlich auch hier endlich Futtermische runter. Wieder raus auf 35 Meter. Zack, es ist eine 8000er. Das heißt, die wirft natürlich nochmal ein bisschen weiter. Weniger weit aufladen. Also 8000er Rolle fliegt einfach nochmal weiter raus als eben hier bei den 10.000er Rollen. Und auf einmal geht's wieder los. Es war kurze Mittagspause und auf einmal schießen sie wieder rein. Sehr angenehm. Also rein hier und raus mit den Brocken. Bisher, ja, noch nichts Großartiges reingegangen. Wie gesagt, gerade eben so ein bisschen Mittagsflaute. Und jetzt so langsam zuppelt es wieder los. Das kann jetzt auch gerne so weitergehen bis Nachmittag. Na, 3 Kilo nur, okay. So, direkt wieder raus hier, geht genau rein in den Clip. Und der nächste Brocken. Ich bin gespannt, wie sich so eine Trophy einfach macht. Oder sagen wir mal so ein 15 plus Karpfen, wie der sich auf dem Setup macht. Bisher fühlt es sich super weich an, sehr, sehr angenehm. Irgendwelche Kopfschläge oder Ruckler oder sowas merkt man fast gar nicht eben hier. Und es wird auch von der Kraftübertragung alles super easy reingezogen. Das ist natürlich echt angenehm. Und tatsächlich zieht es auch von der Köderkombination hier diese Kombi ein wenig nach. Nachteil natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, Frequenz ist jetzt so durchwachsen, dann will man natürlich auch dicke, fette Brocken haben. Wenn man natürlich sagt, Mensch, die dicken, fetten Brocken sind für mein Setup vielleicht noch gar nicht so ideal. Das heißt, ihr seid hier vielleicht mit einer HSV oder sowas unterwegs an dem Spot. Dann einfach mal Mais verwenden. Pop-up, Mais und gut ist. Also nicht so übelst in den harten Drill reingehen, sondern dann eher ein bisschen feiner und kleiner reingehen mit Mais. Und ich gehe jetzt einfach nochmal ein bisschen größer rein. Was haben wir das nächstgrößte? Okay, es sind alles 20er. Oder eben der einzige mit 24er. Und dann nehme ich den doch auch mal. 24er Boilie. Und raus damit. Zack, gucken wir mal, ob da noch was geht. Da, das passt. Okay, ich glaube, da hat es nur kurz gezubbelt. Und hier. Ah, da zubbelt es, glaube ich, noch weiter, oder? Genau, so nichts weiter dran. Perfekt. Also, jetzt hoffe ich mal hier mit dem 24er Boilie, dass da vielleicht noch ein bisschen was reingeht. Oh, irgendwas Lüttes ist hier schon wieder dran. Naja, gucken wir mal, ob es hier gleich noch ein bisschen rasselt. Na, und da geht tatsächlich noch mal einer so ein bisschen in die Bremse. Das ist doch sehr angenehm. Einer, der mal so ein bisschen Bock hat. Also bisher tatsächlich eher ein wenig durchwachsen. Aber es ist auch die erste Stunde sozusagen oder die erste gute halbe Stunde, die ich jetzt gerade erst hier stehe. Bisher noch nichts richtig Großes. Kleine Giebel-Trophy, ja, nimmt man natürlich mit.
Ja, gucken wir mal. Aber es kann natürlich noch mehr gehen und da wird auch bestimmt auch noch mehr gehen. Ich mache mir da gar keine Sorgen, denn so viele Trophies, wie hier schon gefangen wurden, da geht auch bestimmt noch einiges. Vielleicht ist auch einfach gerade das Wetter nicht so ganz ideal gewesen. Gerade in den, wo ich angefangen habe, war es ja noch sehr regnerisch. Und jetzt so langsam hat es sich nochmal gewandelt auf Sonnenschein. Gucken wir mal, ob der Sonnenschein bei Tutti Frutti doch nochmal ein bisschen mehr liefert. Und wie es dann jetzt in den nächsten Tagen aussieht. Ich bleibe jetzt hier einfach nochmal schöne Stunde weiter hocken und mache mir den Kescher voll. Es gab schon Kescher-Bilder im Discord mit 4 Trophies und mehr. Also es sieht gut aus. Da geht ein bisschen was hier auf Tutti Frutti. Ja, und wie gesagt, wenn man eben mit kleinerem Setup hier unterwegs ist, einfach mit Maiskorn. 1er Haken, Pop-up, Mais und dann gib ihm einfach hier auf Frequenz. Dann geht da doch bestimmt was. Und auch vielleicht mal wieder die alten Highspeed-Spots testen. Also in dem Tümpel oder auf 132. Auch dazu gibt es mehrere Videos auf dem Kanal. Einfach mal reinschauen. Gerade eben, wenn man mit kleinerem Setup unterwegs ist, dann machen solche Spots halt richtig Sinn, weil man dann zum einen meist auch noch ein paar Skillpunkte bekommt im Grundangeln und eben ja, einfach eine gute Frequenz hat und nicht so lange Drills. Denn die Drills, ja, die kosten auch einfach wieder den nächsten Fisch. So, 15 Kilo, der ging noch gut rein. Auch hier mache ich jetzt nochmal Futtermische drauf. So ganz viel hatte ich ja bisher noch nicht drin und jetzt in den Abendstunden auch nochmal so ein bisschen, hoppala, nicht so ganz weit, so ein bisschen anfüttern. Zack, auf die 35 Meter. Jetzt habe ich nochmal zweimal Futtermische nachgelegt und dann kann hier gleich gerne noch ein bisschen was reingehen. Vielleicht ballert ja auch noch eine Trophy rein, vielleicht auch noch was Seltenes. Geisterschuppenkarpfen, war das Geisterschubi? Hatte ich auch noch im Discord gesehen. Also, es geht hier wohl einiges. Auf die, und hier rasseln die Trophies, 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 hier rasseln sie rein. Also ganz, ganz, ganz viele, die hier schon gut rausziehen. Bei mir, wie gesagt, bisher noch nicht wirklich was Großes dabei gewesen, aber soweit okay. 38 Minuten jetzt hier in Gänze, naja, da geht auf jeden Fall mehr. Gewichtsmäßig nicht so schlecht, liegt auch wahrscheinlich daran, dass hier eben 2-0er Haken im Einsatz sind, aber wenn man eben ein bisschen mehr Frequenz haben will, wie gesagt, runtergehen. Also entweder nur mit Maiskorn, 1er Haken, dann auf jeden Fall. Und dann einfach ein bisschen auf Masse gehen. Ich glaube, ich werde auch gleich nochmal ein bisschen umbauen hier mit kleineren Haken, um auch damit einfach mal zu gucken, dass da ein bisschen was geht. Vielleicht eine bisschen größere Frequenz. Und vielleicht auch mal so ruhig in Richtung 4er Haken, also deutlich kleiner gehen, um eben hier zu versuchen, auch die etwas scheueren Fische zu überlisten. Vielleicht geht da ja auch noch ein bisschen was. So, und da haben wir schon direkt den nächsten. Geht auch, ja, ich sag mal, vernünftig rein. Wird wahrscheinlich auch so um die 10 Kilo haben. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich gerade auch ganz zufrieden hier mit der Overlord. Funktioniert das wirklich gut. Also auch durchaus eine gute Alternative oder ein lohnenswerter Zwischenschritt. Denn die Rollen kann man eben auch super lange weiter verwenden. Gerade auch, wenn man irgendwann vorhat, später ins Nordmeer oder sowas zu gehen. Auch da kann man die verwenden. Auch wenn die nicht explizit als Meeresrollen gekennzeichnet sind, sind die super robust und super gering vom Verschleiß und in der Reparatur auch gar nicht so teuer. Also alles drei Komponenten, die halt die Rollen richtig, richtig gut machen. Die Power ist auch wirklich gut. Also da kann man einfach mal schön mal auf die Overlord gehen, wenn man sich denkt, ja, die Wenger ist noch so weit hin und ob ich das überhaupt schaffe und ob ich da nicht die Lust verliere, da doch dann eher mal hier ja, auf die Overlord und dann hat man auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Upgrade, eine richtig gute Verbesserung im Vergleich dann zur HSV. Also nochmal ein riesengroßer Schritt, ja, eine bessere Rolle dann im Vergleich zur HSV. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich denke mal gleich so gegen Mitternacht wird vielleicht noch mal wieder ein bisschen Flaute sein. Und dann in den Morgenstunden, wie gesagt, 4 Uhr wieder nachfüttern. 16 Uhr wieder zweimal PVA rein oder Futterrakete rein. Und dann läuft das doch hier. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch zur gleichen Zeit. Bis dahin, Petri.